Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich bin gerade unfassbar aufgeregt, weil mich dieses Paket heute erreicht hat und ich musste noch ganz normal arbeiten und so weiter. Das heißt, ich konnte es nicht direkt aufpacken, weil ich wollte ein Video dazu drehen. Das kann nicht ohne Video einfach aufgepackt werden. Das geht nicht, weil das sowas Besonderes ist. Aber naja, ich musste eben warten und warten und warten und habe mich die ganze Zeit auf den Feierabend gefreut. Jetzt scheint hier wieder die Sonne so schön rein. Wahrscheinlich ist es jetzt halt immer ein Wechsel aus Sonnenlicht und Schatten. Aber ich glaube, es geht von den Lichtverhältnissen. Außerdem mag ich das ganz gerne, wenn das auch immer so ein bisschen hin und her wechselt. Das stört mich nicht groß. Ich hoffe, euch auch nicht. Und naja, dieser Füller, auf den habe ich extrem lange gewartet. Nicht, weil das Paket so lange gebraucht hätte. Auf gar keinen Fall. Die Lieferung ging sehr zügig. Sondern weil dieser Füller schon lange auf meiner Wunschliste steht. Der war auch Teil des Videos zu meiner Füllerwunschliste, falls ihr das gesehen habt. Wenn nicht, dann packe ich das auf jeden Fall, nicht in die Infobox, sondern in die Infokarte oben. Und ich habe es dann bei Appelboom bestellt. Ich hoffe, man spricht das so aus. Es ist ein holländisches Unternehmen und ich liebe es. Die haben so eine große Auswahl. Auf jeden Fall schon eher höherpreisige Produkte, aber es ist einfach toll. Sie bieten einen Federservice an. Das heißt, da guckt sich dann jemand die Feder auch nochmal an, tunt die vielleicht so ein bisschen, ne, für den Fall, dass sie nicht gut schreibt. Und das, finde ich, ist 1A. Das kostet nicht extra, verzögert die Lieferung nur unwesentlich. Also ich muss sagen, weiß ich nicht, also ich habe bestellt und dann musste ich, glaube ich, 4 Tage oder so warten, bis es verschickt wurde. Das ist ja nichts, ne? Und dafür hoffe ich natürlich, das werden wir jetzt gleich sehen, dass ich eine tolle Feder habe. Weil ihr wisst ja, es gibt nichts Ärgerlicheres als eine Feder, die nicht gut schreibt. Das trifft eigentlich auf alle Füller zu, aber am meisten natürlich auf diejenigen, die dann auch wirklich teuer waren. Weil, naja, wenn man so viel Geld ausgibt, erwartet man schon, dass es dann auch passt. Weiß ich jetzt bei diesem Füller nicht, ob das vielleicht ohnehin der Fall gewesen wäre. Aber, ach Gott, ich bin richtig aufgeregt. Und ihr seht es ja auch schon im Titel, um welchen Füller es sich handelt. Das war im Übrigen dann auch noch im Paket, was ich sehr süß fand. Einfach, dass sie so ein bisschen was von ihrem Land mitschicken. Ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, das auszusprechen, obwohl ich relativ häufig in Holland bin, weil Köln ist ja auch nicht so weit weg. Aber das finde ich cool, dass sie das mit reinpacken. Also echt toll. Und ich muss auch sagen, sie haben einen 1A-Kundenservice. Ich habe da nämlich hingeschrieben, weil in der Produktbeschreibung zu diesem Füller stand, dass er ja nur vielleicht verfügbar ist, beziehungsweise man die Verfügbarkeit anfragen muss beim Unternehmen. Und das habe ich dann auch gemacht und die meinten dann, ja, in der Federstärke F haben sie leider momentan diesen Füller nicht auf Lager, aber sie würden sich melden, wenn ich möchte. Und da habe ich gesagt, ja, bitte kontaktieren Sie mich, sobald der Füller dann da ist. Und lustigerweise ist dann noch eine Lieferung am selben Tag gekommen. Und da habe ich mir dann gedacht, ich warte jetzt nicht mehr. Ich bestelle diesen Füller. Und es ist so gesehen ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Ich habe ja im Juli Geburtstag und habe mir gedacht, okay, ich schenke mir einen Füller selber und ich habe mich für den entschieden, weil, naja, ich habe mich in ihn verliebt und ich muss sagen, ich habe öfter von diesem Füller geträumt. So schlimm war es schon und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist Schluss, den holst du dir. Und ich hoffe jetzt auch, dass ich begeistert sein werde, weil, ne, das ist ja sonst immer nicht so schön. Genau, hier ist dann noch eine Karte von Appelboom. Da steht hinten dann eben auch noch ein bisschen was drauf. Hier, dass man auch bei den Social Media Channels ihnen folgen kann. Da kann ich übrigens auch nur empfehlen, diesem Kanal auf YouTube zu folgen, weil sie machen tolle Videos und auch sehr regelmäßig. Also da muss ich sagen, wirklich ein Unternehmen, was da auch Herzblut reinsteckt. Und sowas liebe ich einfach, weil man merkt, okay, die machen das nicht einfach nur so, sondern sie lieben ihren Job. Und das finde ich 1A, weil das überträgt sich dann auch auf die Kunden. Genau, und hier drin ist jetzt das gute Stück und boah Leute, ich bin einfach wirklich aufgeregt. Vor allem, ich hatte noch nie einen Pilotfüller in der Hand und weiß daher gar nicht, wie die schreiben. Das ist halt natürlich auch immer ein bisschen riskant, ne? Aber und dann ist es dann noch so schön verpackt, guck mal, wirklich ein Traum. Ich muss mal gucken, diese Stadt Laren, wie weit die weg ist von Köln. Ich habe schon gesehen, dass sie da ihren Laden haben. Es ist schon fast zu schade aufzumachen. Oh, richtig toll. Aber gut. Das muss jetzt natürlich gemacht werden. Was ist das denn für eine große Box?
ich muss ja sagen, Leute, bei meinem Pelikan M605, der wirklich nicht günstig war, der war ja teurer als der auch, da habe ich nicht so eine große Verpackung bekommen. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt ja schlechter war, weil das war trotzdem sehr hochwertig verarbeitet, was ich bei dem Preis auch wirklich vermuten würde. Aber das ist jetzt hier schon eine andere Nummer. Pilot ist ja ein japanisches Unternehmen und auf jeden Fall sehr bekannt für seine Füller auch. Und das ist wirklich eine hochwertige Verpackung. Also da kann man nichts sagen. Ich werde jetzt aber erstmal einen Schluck meines Kaffees nehmen. Das ist dieses Mal der Chamon-Kaffee aus Kölns ältester Rösterei. Und Chamon ist wirklich 1A, zusammen mit Van Dyck, wie ich finde. Ich hoffe, das spricht man auch so aus, oder vielleicht Van Dyck. Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Den liebe ich auch. Jetzt gucken wir mal. Mm. Sehr gut. Da stand auch auf der Verpackung, dass da Schokoladengeschmack dabei sein soll. Und das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Das schmeckt so richtig wie 100%ige Schokolade, also eher so herb. Richtig gut. Ich habe den ein bisschen stark gemacht, aber das macht nichts. Wir haben im Übrigen schon nach 6 Uhr, also genauer gesagt 15 vor 7 und ich trinke Kaffee. Naja, so ist es manchmal. Hier haben wir dann die Garantiekarte und zwar ist es so, dass Pilot 3 Jahre Garantie gewährt, was auch schon ja, sehr gut ist. Und jetzt... Aha, schaut euch das mal an, was das für eine Verpackung ist. Wie krass ist das? Wie krass ist das? So, Use and Care Guide. Das lese ich mir später in Ruhe durch, das mache ich jetzt nicht. Und das ist so schön. Und da ist eben auch eine Tinte dabei, die zeige ich euch jetzt zuerst. Das ist eine ganz normale schwarze. Und ich habe gar keine ganz normale schwarze. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen am Überlegen, auf die Tinte komme ich gleich genauer zu sprechen, aber ich finde es toll, dass sie hier drin ist, weil, wie gesagt, ist was Neues in meiner Kollektion, was ich noch nicht habe. Aber jetzt geht es erstmal um den Hauptbestandteil dieser Bestellung und das ist dieser Füller hier. Der ist wunderschön, er ist sehr schlicht und wie ihr sehen könnt, habe ich mich nicht für die Bernstein-Variante entschieden, sondern für die schwarze. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich habe schon so viele braune Füller und ich finde den schwarzen hier extrem edel. Der ist schlicht, ja, aber der hat was Besonderes. Mir gefällt auch hier die Klammer, die finde ich wunderschön. Die ganzen Beschläge sind in Gold. Hier der ganze Rest ist in Schwarz und es hat hier auch so einen durchsichtigen Teil. Also man sieht dann auf jeden Fall auch die Tinte. Wenn man hier welche einfüllt, dann kann man den Tintenstand sehr gut sehen. Vom Gewicht wirklich leicht, also das ist jetzt überhaupt nicht schwer. Auch von der Größe, ich kann gleich mal so ein paar Vergleiche zeigen zu anderen Füllern, damit ihr dann einfach seht, wo wir uns hier bewegen. Da ich vergessen habe, den Größenvergleich abzufilmen, schiebe ich diese Sequenz noch eben ein. Und zwar ist links der Esterbrook Esty, da würde ich auch sagen, die sind ungefähr gleich groß, das seht ihr ja. Und rechts daneben ist der Pelikan Souverän M605. Der ist jetzt auch nicht gerade klein, ist schon was größer als der M400, aber trotzdem bei weitem nicht so groß wie der Pilot Custom 823. Wenn man diese beiden Füller nebeneinander hält, sieht man auch, dass der Pilot eine deutlich größere Feder hat. Das mal nur so zum Vergleich. Das Material ist Acryl-Edelharz. Die Verzierung, wie gesagt, ist Gold. Die Feder ist eine 14 Karat Goldfeder und es ist ein Kolbenfüllsystem, was hier zum Einsatz kommt. Das habt ihr ja auch schon in vergangenen Videos von mir gesehen, zum Beispiel eben beim Pelikan M605. Und die Länge geschlossen beträgt 149 mm. Die Länge offen 131 mm. Die Länge offen mit Kappe, also wenn man die hinten drauf steckt, beträgt 164 mm. Der Durchmesser beläuft sich auf 12,5 mm und das Gewicht beträgt 29 Gramm. Zumindest gesamt und ohne Kappe 19 Gramm. Das ist ja wirklich fast nichts, ne? Also das wird jetzt beim Schreiben nicht groß auffallen. Manche mögen das ja, wenn der Füller etwas mehr wiegt, aber ich muss sagen, das fühlt sich jetzt gerade sehr gut an und eher wie so ein Zwischending, weil ich habe schon Füller, die sind um einiges leichter. Zum Beispiel, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, der Caveco Sport, das ist ein Fliegengewicht, den merkt man ja überhaupt nicht. Dann aber auch, ja, der Student, da könnte ich mir jetzt vorstellen, der ist vielleicht sogar relativ ähnlich vom Gewicht, kann mich aber auch täuschen, den finde ich nämlich auch super. Aber ich habe halt auch so ein paar andere Füller,
die etwas schwerer sind. Die mag ich auch sehr gerne. Ich packe das jetzt hier mal weg und jetzt mache ich ihn auf. Das ist eine riesige, eine wirklich riesige Feder. Also ohne Spaß, eine riesige Feder. Das sind jetzt vorne noch ein paar Tintenrückstände, wahrscheinlich vom Tuning. Das muss ich jetzt mal eben kurz abmachen. Ich zeige euch schon mal die Feder so ein bisschen. Ich werde den aber gleich noch mal ausspülen, bevor ich den mit Tinte befülle und euch eine Schriftprobe zeige. Aber das ist wirklich eine sehr große Feder. Aber wunderschön. Die gefällt mir unfassbar gut. Und da könnt ihr eben auch sehen, dass es hier durchsichtig ist. Die Kappe hingegen ist um einiges dunkler, genauso wie hier dieses Endstück. Und dadurch, dass jetzt hier sämtliche Rettungswagen bei mir vorbeifahren, nutze ich die Gelegenheit und spüle den mal eben aus, ehe ich ihn mit Tinte befülle. Und dann geht es an den Schreibtest. Ich freue mich sehr darauf, weil ich muss sagen, der erste Eindruck ist wirklich ein Traum. Ein wunderschöner Füller. Kann man anders nicht sagen. So, jetzt aber. Ich muss ihn noch mit Tinte befüllen. Das hat jetzt einiges an Zeit gedauert, den komplett auszuspülen einmal. Auch einfach, weil ich mich ein bisschen mit dem Mechanismus vertraut machen musste. Das zeige ich euch gleich auch noch genauer. Weil irgendwie ist es dann doch was anders als bei meinen anderen Füllern. Aber egal. Hat funktioniert. Kam jetzt nur noch klar durch. Also keine Tintenrückstände mehr. Und ich habe dann überlegt, ob ich jetzt eben die schwarze Tinte nehmen soll, weil das wäre schon irgendwie passend, ne? Wäre ja auch ganz cool. Ich habe ja sonst auch keinen Füller mit schwarzer Tinte, außer bei meinem Kakuno oder Kakuno von Pilot. Da habe ich einfach schwarze Patronen drin, sehr plain. Dann habe ich mir aber gedacht, ja, ich weiß nicht, also vielleicht früher oder später nehme ich die dann für den, das weiß ich noch nicht so genau. Dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht von Herbon Verdegris nehme, weiß ich immer noch nicht, ob man das so ausspricht, ne? Ich hatte ja nie Französisch, aber ich finde diese Farbe wunderschön und das war ja mal bei einer Bestellung bei Papier und Stift dabei, also da habe ich das geholt, unter anderem auch diese Tinte, die ich jetzt hier hergelegt habe. Und ich glaube, für die entscheide ich mich letztlich auch. Und zwar ist das ebenfalls von Pilot, deswegen passt das auch ganz gut, Tsuki Yo. Ich bin ja eigentlich kein Fan blauer Tinte, aber die finde ich wunderschön. Und da habe ich mir gedacht, komm, wo soll ich die reinpacken, außer in den Pilotfüller? Das ist doch perfekt. Das wird die Tinte für diesen Füller erstmal. Ich muss manchmal immer ein bisschen rumprobieren. Bei mir ist es ja schon so, dass ich Tinten auf meine Füller abstimme und diese Tinten dann auch mit dem Füller verbinde. Manchmal ist es aber kein so gutes Match und ich ändere das dann nochmal, bis ich genau die Tinte für den Füller gefunden habe. So ist es zum Beispiel auch bei dem Pelikan M605. Habe ich jetzt auch ein bisschen rumprobiert, weil ich hatte da von KWZ Foggy Green drin, was ich auch super schön finde. Das ist so ein tolles Petrol. Und davor hatte ich ja Moonstone, also eine Edelsteintinte drin. Die fand ich wunderschön und perfekt für den Füller. Allerdings war die Tinte sehr trocken. Das hat nicht so gut harmoniert mit dem Füller. Und jetzt habe ich ja von Iroshizuku auch die graue Tinte, die ich ebenfalls in diesem Papier- und Stift-Unpacking gezeigt habe oder Tintentest, wie auch immer. Und die kommt da jetzt auf alle Fälle rein und wird dann ein besseres Match sein. Foggy Green, wie gesagt, wunderschön, aber nicht für den M605. Das ist einfach, das passt nicht. Und deswegen muss ich hier halt natürlich auch ausprobieren, aber ich denke, es könnte ganz toll sein. Die Spannung steigt auf jeden Fall, weil ich, also das ist natürlich das Highlight, ne? Man möchte ja wissen, wie der Füller schreibt. Und das ist für mich so, damit steht und fällt vieles. So, und zwar ist es so, wie gesagt, das dreht man ja auf, ne? Man hat hier hinten diesen Kolbenmechanismus. Da muss man auch einmal aufdrehen und zwar so ungefähr 2 mm. Da merkt man dann schon, wenn es halt irgendwie zu Ende ist. Und dann kann man das aufschieben. Das gibt ein bisschen Widerstand. Man braucht jetzt nicht Gewalt, ne? Aber ein bisschen Druck muss man aufwenden. Also man zieht den einmal komplett auf und dann tunkt man die Feder ein und schiebt es nach unten. Und dadurch entsteht ein Vakuum. Und es wird aufgesaugt. Und ich dachte am Anfang, ich muss es so gesehen aufziehen, ne? Also sprich, während ich das nach oben schiebe, muss ich die Feder ins Tintenglas halten. Das war natürlich, ja,
Quatsch. So, jetzt bin ich aber auf jeden Fall schlauer. Hier ist die Tinte auf der Feder. Das mache ich jetzt noch ein bisschen sauber. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe den jetzt gerade in der Hand, so zum ersten Mal, dass ich das wirklich mal ja, so fühle, wie der liegt. Und das ist halt perfekt. Also die ideale Größe für meine Hand. Ich habe jetzt nicht so super große Hände, würde ich sagen. Und das ist toll. Ich schreibe nie mit Kappe. Kann man halt natürlich auch machen. Ne? Dann bekommt er nochmal eine ganz andere Größe. Seht ihr schon, das ist dann vielleicht für Männerhände auch angenehmer. Meins ist das immer nicht so. Also man merkt schon, wenn die Kappe drauf ist, ist es um einiges schwerer dann nochmal. Aber ist auch hier eigentlich gut ausbalanciert. Das Gewicht liegt ziemlich genau hier. Das ist schon in Ordnung, aber ich mag das einfach nicht so. Also ich schreibe ungern mit Kappe, deswegen jetzt auch hier. So, und jetzt gucken wir. Ach Leute, der ist ja... Was zum Teufel? Der schreibt so fein, ja, also das sieht man dann wieder, dass eine F bei diesen asiatischen Marken, also jetzt hier speziell bei Pilot, was anderes ist als eine Pelikan F. Das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Das ist, ja, krass, also sehr fein, aber genauso mag ich das auch, weil ich da super gut in meinen Journal schreiben kann und der gleitet übers Papier, der Füller. Das ist, also ihr seht ja schon, der schreibt direkt an. Klar, da wurde jetzt auch im Vorfeld dann schon mal ein bisschen was gemacht. Das ist, also, das geht wie Butter übers Papier. Ich finde nicht, also klar, der hat schon so ein bisschen Feedback, also minimal schon, aber da ist halt nichts mit kratzig oder so, ne? Also überhaupt nicht. Das ist super angenehm, mit dem zu schreiben. So, die Tinte. Ich würde gar nicht sagen, dass der auch so viel Feedback hat. Eigentlich auch nicht. Also man merkt es ein bisschen, aber... Muss ich mich konzentrieren, dass ich das richtig schreibe. Also mit dem kann ich toll schreiben. Das merke ich immer richtig, wenn ich Füller in der Hand habe, mit denen das nicht so einfach geht, dann habe ich schnell eine Sauklaue. Das ist einfach so, ähnlich wie bei Kugelschreibern und so. Das ist aber hier jetzt halt natürlich gar nicht so. Und das ist mit Abstand, glaube ich, der Füller, der am feinsten schreibt. Keinerlei Aussetzer. Oh, ich liebe dieses Schriftbild. Ich bin ja großer Fan von so einem feinen Schriftbild. Da bekommt man ja, da kann man jetzt auch nicht so aufdrücken. Ne? Das ist, man merkt irgendwie richtig, wie filigran das ist. Also da bekommt man jetzt auch keine große Varianz hin. Aber das ist einfach ein Traum. Und diese Tinte auch dazu. Das ist so ein Blau. Natürlich sieht man da jetzt auch nicht so große Unterschiede. Dadurch, dass ja, das Schriftbild sehr fein ist, ne, da kann man jetzt nicht so eine Varianz auch hinsichtlich der Farbe erwarten. Das ist ganz klar. Das ist jetzt schon relativ einheitlich. Aber das ist nicht so ein Königsblau oder so, weil das ist halt super hässlich, finde ich immer. Sondern das ist eher so ein pastelliges, ja, vielleicht ein bisschen, nee, ins Gräuliche geht es eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so ein ganz besonderes Blau. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ist wahrscheinlich wirklich eines der wenigen blauen Farben, die mir gefallen. Ich meine, das ist ja auch so ein bläuliches Grau, aber eben halt auch definitiv nichts, was man sich jetzt unter so einem gewöhnlichen Blau vorstellt. Also da bin ich einfach raus, aber das ist wunderschön. Ich schreibe wieder meinen Satz. Vielen Dank, dass ihr dieses Video schaut. Also wunderschön, wirklich wunderschön. Ich bin mehr als begeistert. Ich bin wirklich mehr als begeistert. Das ist ein traumhafter Füller und ich bereue den Kauf absolut nicht, weil diese Feder ist 1A. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es an dem tollen Feder-Tuning, Federservice von Appelboom liegt oder an Pilot selbst. Ne? Also ich habe auch schon generell gehört, dass Leute da das Unpacking gemacht haben. Die haben dann damit geschrieben und das war direkt top. Von daher, da weiß ich jetzt nicht, ne, wie da dann so die Unterschiede sind. Hier, das ist übrigens so ein Aufkleber mit einer Info. Das kann ich jetzt dann auch mal eben abmachen. Und jetzt sehe ich das übrigens erst so richtig. Das ist gar nicht so, dass die Kappe komplett dunkel ist.
Die hat da innen drin nochmal eine Kappe, das heißt bis ungefähr hierhin würde ich sagen. Da ist es ein bisschen dunkler. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Mechanismus, dass es weniger schnell eintrocknet, ne? Also das ist dann einfach dichter. Und ab hier beginnt es dann wieder eben so durchzuscheinen, kann man sagen. Und auf der Kappe steht dann auch nochmal Pilot, Made in Japan, Custom 823. Also es sieht sehr edel aus. Und wie gesagt, ich mag auch hier diesen Clip. Der ist jetzt nicht wirklich beweglich, der ist schon sehr starr, muss man sagen. Aber der schreibt traumhaft. Und dieses feine Schriftbild, also der könnte tatsächlich einer meiner Lieblingsfüller werden. Das muss ich dann immer testen, ne? Für eine längere Zeit dann mit ihm schreiben. Aber wunderbar. Da freue ich mich drauf, wenn ich in meinen Hobonichi schreiben kann, weil das ist ja eh mein Lieblingspapier, ne? Das Tomo River Papier. Das Rhodia ist jetzt gar nicht so meins, aber selbst da ist es toll. Also da hatte ich schon andere Füller, bei denen mir das dann nicht so zugesagt hat, im Hobonichi aber schon. Deswegen bin ich mir sicher, mit dem ist es im Hobonichi dann auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also ein toller Füller und ich weiß, dass es von vielen der Grail Pen ist, also sozusagen der Füller, den sie retten würden, würde ihr Haus in Flammen stehen. Das ist übrigens auch eine Reihe bei Appleboom. Da stellen sie genau diese Frage mehreren Füllerliebhabern, also immer unterschiedlichen, und die wählen dann drei Füller, die sie retten würden aus den Flammen, so gesehen. Das finde ich total spannend. Und dieser Füller ist halt von vielen wirklich das, ja, der absolute Liebling. Und ich kann das jetzt auch verstehen, also jetzt schon. Ich werde den natürlich weiterhin ausgiebig testen, aber ich kann euch schon mal sagen, ich bin absolut begeistert. Dieser Füller ist toll. Der ist wirklich toll. Mal schauen, ob das meine Liebe zu Pilotfüllern entfacht. Und ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Und das hat mich auch nicht getäuscht. Ja, also, und ich mag das auch, dass ich hier die Tinte sehen kann. Das ist, ja, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Füller sagt. Hinterlasst gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und vielleicht habt ihr ja selber einen Pilot oder er steht auf eurer Wunschliste. Auch das würde mich sehr interessieren, wie so eure Erfahrungen damit sind, falls ihr welche habt. Oder ebenfalls einer auf der Wunschliste steht, wie auch immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.